Sonnenuhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Harz, Heide, Hense. Noch interessanter und spannender ist allerdings im Hintergrund das Planetarium. Wollen wir doch mal gucken, ob da heute jemand ist. Scheint keiner da zu sein. Hallo, Herr Dr. Martin. Da ist eine Dame im Foyer und interessiert sich für unsere Sterne. Vielleicht können Sie mal zu ihr schauen? Einen Augenblick noch. Okay, super. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, Hense, schönen guten Tag. Ja, ich interessiere mich eigentlich für das Planetarium. Ich bin sehr angetan von dieser gesamten Atmosphäre und jetzt stehe ich hier gerade vor diesem Planetariumsprojektor und ja, bin ganz fasziniert. Vielleicht können Sie mir darüber was erzählen? Ja, das ist ein Planetariumsprojektor, unser erster Planetariumsprojektor. Ja. 1983 im Dezember, da wurde er zum ersten Mal eingesetzt hier und ist ein Gerät aus der DDR. Oh. Lange vergangen, die DDR, ja. Aber das Gerät steht noch da. Und es ist ein gar kein schlechtes Gerät, wenn was die Optik, die Mechanik dieses Gerätes angeht, das würde heute noch funktionieren. Ja, ich würde ganz gerne mal nachhaken, wieso denn aus der DDR? Es gab damals in Europa zwei große Hersteller, die nannten sich beide Zeiss. Mhm, ja. Zeiss Ost, also bei uns Jena, mhm. Im Westen hieß das dann Jena Optik und eben Zeiss Oberkochen. Und es gab Geschäfte, natürlich mit einer großen Firma, Volkswagen, auch mit der DDR. Mhm. Irgendwann, das war so Mitte der 70er Jahre, da wollte man da drüben auch leistungsfähige Autos haben, Westautos. Okay. Und dann gab es das berühmte Geschäft, 10.000 Golf wurden verkauft. Mhm. Ungefähr 100 davon wurden mit diesem Gerät bezahlt. Okay, also sozusagen ein Deal. Ja, es gibt da viele Geschichten drüber. Eine heißt, das waren 10.000 und ein Golf. Mhm. Man wollte das nicht nur für die oberen 10.000, aber das ist ein Karlauer. Dieses Geschäft war eigentlich ganz sinnvoll. Die DDR war ja ein Staat mit einer nicht konvertierbaren Währung. Ja. Man konnte dieses nicht austauschen, mhm. Das Geld nicht korrekt, nicht ordnungsgemäß wechseln. Deshalb gab es da Tauschgeschäfte, Ware gegen Ware, Ja. Also einige Golfs gegen so ein Planetariumsprojektor. Gute Ware, ja. Und eigentlich haben Sie heute keine Öffnungszeiten, Nein. oder? Heute sind keine Veranstaltungen. Also, das tut mir leid. Habe ich gar keine Chance, eine extra Vorstellung vielleicht zu kriegen. Ja, wir machen mal eine Ausnahme. Oh, super. Wollen Sie es mal anschauen? Ja, sehr gerne. Wollen wir reingehen? Ja. Etwas über unsere Technik erfahren. Hallo. Hallo! Ja, gerne. Und Sie führen sozusagen die gesamten Veranstaltungen hier durch, ja? Also ich bereite gerade eben also eine Veranstaltung vor. Wir zeigen ja hier im Planetarium, also jeden Mittwoch und auch am Wochenende, unsere Programme, also am Wochenende insbesondere unsere Kinderveranstaltungen, also die hier sehr, sehr beliebt sind. Und also damit die laufen, müssen wir ein bisschen was vorbereiten, klar. Ja. Und ich sehe so, das ist so eine immense Technik hier, ja? Können Sie mir vielleicht dieses Gerät mal kurz erklären? Ja, sehr gerne. Also Sie sehen hier ganz verschiedene Technik. Also wir haben hier zum Beispiel unseren Disc- und DVD-Player und der sorgt dafür, dass wir hier richtig schönen Ton haben und uns Videos anschauen können, Simulationen und so weiter. Und Sie hören da auch so ein bisschen so Hintergeräusche, ne? Ja, ist ein bisschen lauter, ne? Ja, es stört ein bisschen, aber die ganze Rechentechnik, die da drin steckt,
die muss ja irgendwie gekühlt werden. Ne? Okay, also eine Art Belüftungssystem. Genau. Und dann habe ich hier natürlich noch die Steuerung unseres Hauptprojektors, ja, also unseren Starball in der Mitte des Saales. Okay. Und dazu sind also diese vielen Knöpfe hier, die kann ich also steuern. Und hinter diesen Knöpfen steckt aber auch wieder ein Computer, der mich dabei unterstützt. Ah. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich. Genau. Schön. Ja, aber wir können uns ja gerne auch mal den Projektor anschauen, wenn Sie ja mögen. Das ist dann ja die neuere Variante sozusagen. Genau, das ist der neue Projektor, ja, den wir seit 1996 hier im Haus haben. Ja, gern. Okay? Schön. Ah ja, und das ist jetzt sozusagen der Star Master, ja? Ja, genau, das ist also unser Star Master, unser Planetariumsprojektor, sozusagen unsere blaue Kugel hier im Saal des Planetariums, und mit denen können wir richtig viel machen. Mhm. Also wir haben hier die Möglichkeit, mit unserem Sternenprojektor die Sterne naturgetreu darzustellen. Also wenn Sie hier ins Planetarium kommen, also sich das Publikum, also sich hier in unsere bequemen Sessel setzt und dann den Sternenhimmel genießt, können Sie also bis 4.000 bis 5.000 Sterne genießen. Oh, ja, auf einmal sozusagen. Wir können über 9.000 Sterne zeigen. Ne? Wir können ja sozusagen den Nordhimmel darstellen, mhm, aber auch eine Reise in den Süden, mhm, Afrikas zum Beispiel, unternehmen und uns da die Sterne anschauen. Also insgesamt 9.000 Sterne können wir hier darstellen. Und die wirken wirklich wie in der Natur. Also sozusagen wie eine Weltreise. Ja, genau. Schön. Das können wir machen. Ne? Und heutzutage ist es ja so, dass also die Städte lichtverschmutzt sind, weil viel zu viel Licht abgegeben wird, mhm, durch Straßenlaternen, Autoscheinwerfer. Ja. Und hier im Planetarium können wir es also ganz dunkel machen, alle Lichter ausmachen. Das heißt, so ein Planetarium ist wirklich ein ganz einzigartiger Ort, ein ganz seltener Ort, wo man noch so einen richtig dunklen Sternenhimmel genießen kann. Ja, und das sind dann sozusagen so eine Art Mini-Projektoren, oder wie kann ich das verstehen? Ja, ganz genau. Das sind also kleinere Projektoren, die hier ja unseren großen Star Master, unsere Sternenkugel, also unterstützen. Mhm. Und das sind aber nicht die einzigen Projektoren, die wir hier noch haben. In der Kuppel versteckt sind also noch über 50 Dia- und Videoprojektoren. Ja. Also, und die sorgen dafür, dass wir hier mit dem Publikum also eine richtige Reise unternehmen können durch den Weltraum. Das ist ja toll. Also ich war auch sehr fasziniert davon. Ich kam in diesen Raum und ja, habe eigentlich nur nach oben geschaut und habe diese ja enorme Größe halt wahrgenommen. Ja, genau, gerade für unsere kleinen Besucher, ja, ne, ist das eine also richtig beeindruckende Größe. Unsere Kuppel hat tatsächlich so 10 Meter Höhe. Ja. Und es passen richtig viele Leute rein. Also 144 Leute passen hier in unsere Kuppel. Das ist viel. Ja, und können unsere Shows sozusagen genießen. Also es ist sozusagen ein Sternentheater, ja? Ein richtiges Sternentheater, kann man sagen, ganz genau. Toll. Und wäre es möglich, dass Sie vielleicht ja auch so eine Show mal für mich machen? Oh, sehr, sehr gerne. Das machen wir. Ja, dann legen Sie mal los. Okay. Hat Ihnen unsere Show gefallen? Ja, also ich bin überwältigt. Also es ist so, ich bin so begeistert, so viele Sterne auf einmal zu sehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, das sagen unsere Besucher eigentlich auch. Ne? Ja. Wenn sie so eine Show bei uns genossen haben, sind sie einfach schlichtweg überwältigt. Ja, ich habe gehört, man kann hier auch heiraten. Stimmt das? Ja, das stimmt. Haben Sie richtig gehört? Also man kann hier im Planetarium tatsächlich heiraten. Ja. Das haben auch schon einige Brautpaare in Anspruch genommen. Na, die waren natürlich begeistert. Also unter so einer Kulisse, unter einem Sternenhimmel, sich das Jawort zu geben, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Ja, das vergisst man wahrscheinlich nicht. Das glaube ich auch, das vergisst man nie wieder. Genau. Ja, ich wollte mich bedanken
für diese tolle Vorstellung und vor allem, dass ich ja eigentlich das Planetarium heute so besichtigen durfte, obwohl keine Öffnungszeiten waren. Ja, wenn auch Sie einmal dieses Planetarium von innen sehen wollen, dann kommen Sie doch einfach mal nach Wolfsburg und gucken sich das hier an. Und ich denke, wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Sendung. Hast du alles drauf jetzt, ne? Voll inklusive. Ich kann nicht lachen. Faszinierend, diese Sonnenuhr. Ich kann nicht. Scheiße. Ich kann auch nicht so arbeiten ohne Maske. Ich kenne sowas nicht. Kannst du das, was ich jetzt alles sage, kommt nicht in die Outtakes, so, ne? Nee, jetzt wirklich. Ich kann nicht. Faszinierend, diese Sonnenuhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Harz, Heiden. Du lachst so, dich so tot. Ach scheiße, ich sehe dich im Spiegel. Das. Immer noch. Wo ist denn hier einer? In der Tür? Ja, in der Tür. Ja, vielleicht immer noch weiter. Noch ein Stück. Wir schauen ab, halt jemand ist. Herr Dr. Martin, da ist jemand im Foyer. Sie interessiert sich für die Sterne und würde Sie gerne sprechen. Oh, dann schauen wir mal nach. Okay. Wie nennt man das Teil nochmal? Planetariumsprojektor. Nee, Sie haben vorhin so was anderes gesagt. Star Master. Achso, Star Master, ja. Star Master, der Planetariumsprojektor. Okay. Ich sag mal Star Master. Ja, das klingt gut. Das steht auch vorne dran. Voll blond, ne? Und hat die das. Sie kam da nicht hoch, ja, Entschuldigung. Das war. Wieso hab ich denn jetzt. Das ist nicht so schlimm. Ja, genau, das ist. Nein, pass auf, zeig mir das. Also du hast so gesessen und machst das? So. Wenn noch nicht machen. Also so fies. Hast du das mit drauf? Ja, das sieht schon mal. Pass auf, ja, machst du ein bisschen. Guck doch mal hin. Ja. Du machst so. Ja. Kannst du schon so machen. Du musst ja nur nicht hochfahren mit so einem Roboter raus, sondern dass da einfach. So eine Lehne, die automatisch dich so ganz langsam. Ja, das war es. Das meine ich. Sie können uns auch im Internet unter www.liebfib.com erreichen. Wir freuen uns über Ihre Mails und Ihr Feedback. Vielleicht haben Sie auch neue Vorschläge für weitere Sendungen.